zwar hat Herr Rehfeld schon GAF Digital vorgestellt. Hier gehen wir jetzt nochmal ins Detail. Wir schauen uns den Marktplatz an, die künftige Drehscheibe für EFA-Dienste. Und ich begrüße ganz herzlich Jens Fromm, Gesamtprojektleiter Marktplatz der GAF Digital, und Dirk Schweikert, Centerleiter kommunale Portale und digitale Lösungen, die uns jetzt mit dem Umsetzungsstand sich auseinandersetzen und uns auch ein wenig Hintergrundwissen zum Aufbau des EFA-Marktes geben werden. Viel Spaß. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank auch an dich, Thomas. Und ich würde mal ein bisschen einleiten wollen in das Thema. Erstmal freue ich mich total, dass wir auch heute wieder so viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen können. Und ich glaube, ein Grund ist in der Tat auch das Thema, über welches wir jetzt gerade sprechen möchten, nämlich das Thema EFA und OZG. Und das sind ja in der Tat sehr wichtige, aber, und das haben die letzten Wochen, ja, wahrscheinlich auch Monate gezeigt, auch ein sehr dynamisches Themenumfeld und ein sehr dynamisches Thema, in dem wir uns bewegen. Und aktuell reden wir ja ganz, ganz viel über den Status des OZG. Wie geht es weiter? Wo stehen wir eigentlich heute? Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten. Ich glaube, das ist jedem ganz klar und auch der Politik mittlerweile. Es wird viel geredet, auch über ein sogenanntes 2.0, aber es sind leider einfach noch ganz, ganz viele Fragen, Fragestellungen offen, die ungeklärt sind, Stand heute. Und ich hatte gerade diese Woche, hatte ich auch noch eine Sitzung, wo das BMI den Stand dargestellt hat, wie es um das OZG steht und vor allen Dingen, wie es mit dem OZG 2.0 weitergehen soll. Und das relativ einfache Fazit ist leider an der Stelle, es gibt nicht wirklich. Die Dame des BMI hat auch dargestellt, dass man ja letzten Endes gerade in der Vorbereitung eines sogenannten, und sie hat es ganz gerne Reparaturgesetz genannt. Und warum Reparaturgesetz? Nein, wenn man mal jetzt in die vergangenen Wochen, Monate und Jahre schaut, wo wir das OZG schon umgesetzt haben, gibt es, glaube ich, ganz viel, was gelernt worden ist. Aber was man auch noch für die Perspektive und für den weiteren Ausbau nach vorne betrachten und angehen muss. Unabhängig davon, wie es aber weitergeht, sind wir ja auch schon seit eigentlich Anbeginn des Thema OZGs als Regio IT intensiv mit dabei bei der Umsetzung OZG-Dienste, EFA-Dienste. Wir haben, und Dieter Rehfeld hat das eben schon mal auch ein paar Mal erwähnt, durften auch bei vielen Themen schon mitarbeiten und sind auch noch ganz aktiv bei vielen Themen mit dabei. So haben wir das Kommunalportal auch im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen als die OZG-Plattform NRW mitentwickelt. Und wir haben in der Tat jetzt ganz aktuell die ersten Kunden, die auch mit dem Kommunalportal live gehen. Und bis Jahresende werden auch noch einige folgen, sodass das Kommunalportal dann auch wirklich draußen live verfügbar ist. Wir haben auch vom Bund, beziehungsweise dann über Fördermittel, über das Land den Auftrag bekommen, ein sogenanntes, und wir nennen das EFA-Gateway zu bauen. Und dieses EFA-Gateway ist letzten Endes dafür da, dass man EFA-Dienste, die in Nordrhein-Westfalen entwickelt werden, von einer Regio IT, von einer S-IT, von anderen Leistungsbringern, dass diese für die bundesweite Nachnutzung bereitgestellt werden können und auch hier in NRW und auch mit dem Kommunalportal bereitgestellten Basisdienste funktionieren. Und die Themen, die ich gerade erwähnt habe, die haben wir wirklich in ganz, ganz enger Zusammenarbeit und Kooperation mit der S-IT, also der Südwestfalen-IT aus NRW gemacht, weil wir gesagt haben, uns ist es wichtig, dass wir in NRW auch Lösungen aus NRW gemeinsam projizieren und an den Start bringen. Und das hat Dieter Rehfeld eben auch schon dargestellt. Wir auch schauen, an welchen Themen und wie können wir weiter noch intensiver zusammen. Daneben haben wir weitere Themen. Ehrenamtskarte ist sowas. Das haben wir mit und für die Staatskanzlei NRW entwickelt. Da geht es darum, dass ich zum Beispiel auf dem Smartphone hinterher eine Ehrenamtskarten-App für alle, die Ehrenamt ja, durchführen, tätig sind, anbieten kann. Wir haben dort dann die Möglichkeit geschaffen, Vergünstigungen über Ehrenamtskartenanbieter zu schaffen und, und. Und das ganze Thema ist erst letzten Monat im September live gegangen. Wir haben schon über 180 Kommunen, die in Nordrhein-Westfalen das Ganze einsetzen und weit über 5.000 Anträge, die damit schon gestellt wurden, auf eine ehrenamtliche Tätigkeit. Daneben haben wir aber auch andere Themen: Abfallentsorgung, Schülerticket, wo wir dran sind. Wir haben als EFA-Themen auch Einbürgerung. Wir haben da das ganz aktuelle Thema, dass wir den Untersuchungsberechtigungsschein mit dem MAX, mit dem Institut hier, beziehungsweise mit dem Ministerium in Nordrhein-Westfalen auch umsetzen dürfen. Und wir haben, das ist ja auch Thema jetzt gleich, auch aktiv an der Mitgestaltung und ja, an dem Aufbau des EFA-Marktplatzes auch teilhaben dürfen.
Bei all den Themen, vor allen Dingen jetzt die Leistungen, die ich gerade dargestellt habe, stellt sich ja in der Tat die Frage, wie können Sie diese Dienste jetzt beziehen? Wie können Sie die einsetzen, bei sich integrieren? Und das vor allen Dingen unter dem Aspekt, wie kann ich das vergabekonform durchführen? Und hier gibt es verschiedene Ansätze. Sie haben sicherlich schon mal von dem FIT-Store gehört. Der FIT-Store, der ist letzten Endes durch die FITCO, die föderale IT-Kooperation des Bundes und das operative Organ eigentlich des IT-Planungsrates bereitgestellt worden, um EFA-Leistungen bundesweit beziehen zu können. Allerdings gibt es dort halt die Problematik, dass eben nur Länder direkt von diesem FIT-Store Leistungen beziehen können, was für sie natürlich problematisch ist. In NRW oder aus NRW heraus wurde dann das sogenannte Kommunalvertretermodell entwickelt. Bundesland sogenannte Kommunalvertreter gibt, die dann mit dem Land und auf der anderen Seite mit den Kommunen in vertraglichen Beziehungen stehen. In NRW ist das DNRW, die den Kommunalvertreter bilden. Das ist einigen von Ihnen sicherlich in der Runde schon bekannt aus Szenarien wie Wohngeld, der Sozialplattform und. Allerdings müssen hier immer direkt zwischen Ihnen und dem Kommunalvertreter dann einzelne Vereinbarungen geschlossen werden. Und da können wir Sie als Regio-IT, als Ihr kommunaler IT-Dienstleister, vertraglich gesehen leider gar nicht unterstützen, was natürlich auch sehr schade ist. Aber es gibt zukünftig, beziehungsweise eigentlich, das hören wir jetzt gleich auch schon, gibt es den schon, auch noch eine, aus meiner Sicht, vor allem für Sie als Kommunen, einfachere Möglichkeit und Lösung, dann Dienste wirklich über alle föderalen Ebenen hinweg, aber vor allen Dingen auch direkt für Sie als Kommunen zu beziehen, nämlich eben genau den GAP Digital EFA Marktplatz. Und die GAP Digital hat Dieter Rehfeld eben schon sehr gut dargestellt. Und genau diese Genossenschaft hat seit Anfang dieses Jahres auch den Auftrag durch den IT-Planungsrat erhalten, diesen Marktplatz aufzubauen und zu entwickeln. Und der wird aus meiner Sicht zukünftig wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Baustein im Kontext OZG und auf EFA werden. Ja, und daher freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute, und man sieht ihn schon mit eingeblendet, heute den Gesamtprojektleiter von der GAF Digital, Herrn Jens Fromm, begrüßen und gewinnen konnten, dass er uns heute mal einen Einblick in den Marktplatz gibt. Dafür schon mal von mir, Herr Fromm, vielen, vielen Dank, auch von mir herzlich willkommen und würde sagen, Ihre Bühne. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Schweigert. Die Frage für mich ist jetzt so ein bisschen, wo fange ich eigentlich an? Und mit wem, wer schaut heute eigentlich zu? In den letzten Monaten, immer wenn ich unterwegs bin, versuche auch mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und gerade mit den Kommunen, mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kommunen, dann gehe ich immer mit einem Gefühl nach Hause nach den Gesprächen, denke mir, ja, wirklich OZG an der Basis, für die Basis, weil die Kommunen stehen vor der großen Aufgabe, das OZG umzusetzen. Und es gibt viele Ideen, viele Strategien auf Metaebenen, aber die einzelne Kommune steht vor dieser riesigen Aufgabe. Und daher möchte ich auch alles, was wir derzeit aus Sicht der GAF Digital mit viel Kompetenz unserer Mitglieder aufbauen, immer sagen, dass aus meiner Sicht für die einzelne Kommune der sinnvollste Ansprechpartner der jeweilige regionale Dienstleister ist, in Ihrem Fall, wenn Sie heute dabei sind, wahrscheinlich die Regio-IT, die sehr tiefe Einblicke und tiefe Kompetenz hat, entsprechend IT bei Ihnen zu installieren, zu betreiben, in der gesamten Komplexität, die wir in Deutschland und in der vorhandenen Gesetzeslage haben. Daher ist für mich der Marktplatz, bezeichne ich ihn gerne als Großmarkt, weil ich nicht davon ausgehe, Stand heute, das ist ja ein agiles, wachsendes, werdendes Projekt. Aus meiner Sicht ist der Marktplatz und die Ziele aber eher als Großmarkt zu verstehen, weil wenn wir da über EFA-Leistungen und weitere Sachen auf diesem Marktplatz, faktisch auf diesem Webshop denken, dann halte ich es für nur sehr bedingt zielführend, wenn die einzelnen Kommunen anfangen, sich die EFA-Dienste daraus zu suchen und zusammenzubestellen. Sie sollten das immer mit einem Schwung IT-Sachverstand, also mit ihrem IT-Dienstleister des Vertrauens, gemeinsam machen, weil das muss in ihr bestehendes Portfolio, in ihre bestehenden Infrastrukturen passen. Und sie können aber auf dem Marktplatz schauen,
was machen andere Länder, was gibt es, und so auch ihren Dienstleister herausfordern. Und ich werde versuchen, jetzt im Folgenden, es wurde ja schon einiges gesagt, versuchen, Ihnen den Marktplatz und wo wir stehen, was wir vorhaben, ein Stück näher zu bringen. Und sehen Sie mir in der jetzigen Phase kritische oder vielleicht auch allzu enthusiastische Worte meinerseits nach, wenn man versucht, seit Anfang des Jahres, faktisch ich seit Februar, diesen Marktplatz von null, da sagen wir zumindest auf 80% zu bringen, dann gibt es viele Täler der Freude und viele Täler des Leides. Und das wechselt teilweise auch innerhalb von Stunden. Der Marktplatz an sich ist aus meiner Sicht ein föderales Werkzeug zur ebenenübergreifenden Zusammenarbeit. Der Marktplatz soll ermöglichen, und das klang ganz kurz an bei Herrn Rehfeld, Thema Inhouse-Beziehungen. Der Marktplatz soll es ermöglichen, einen einfachen und rechtssicheren Austausch von EFA-Diensten in einem ersten Schritt und weiteren Produkten zukünftig über Kommune, Land und Bund hinweg einfach und rechtssicher zu ermöglichen. Das ist die Grundidee. Und darauf fokussieren wir uns, und wir haben mit der GAF Digital mit Stand heute 24 Mitgliedern und dahinter liegenden vielen mittelbaren und unmittelbaren Trägern die Möglichkeit, über oder 70% der Kommunen, alle Länder und den Bund zu erreichen und über den Marktplatz Nachnutzung zu ermöglichen. Und wir arbeiten sehr stark an einer Reichweitenerhöhung, sei es nun im Saarland, wo wir mit Partnern sprechen, sei es in Rheinland-Pfalz, sei es in anderen Bundesländern, wo wir versuchen, die Reichweite zu maximieren. Und lassen Sie mich in diesem Gedanken mit einem ersten Bild anfangen. Und ein Kollege hat so ein schönes Wortspiel entwickelt. Wir sind in einer Dauerlaufgabe. Sie kennen das mit dem Marathon und kein Sprint und so weiter. Das heißt, wir haben uns in der GAF Digital auf den Weg gemacht von hunderten Konzepten und Ideen, was man tun könnte, konkret an eine Idee und eine Umsetzung zu machen. Im Rahmen des Marktplatzes, wir haben andere Projekte, das wurde schon genannt, im Bereich Cloud, aber ich will mich heute hier auf den Marktplatz fokussieren. Und ich habe gleich am Anfang des Projektes gesagt, Anfang des Jahres, das Spannendste und Tollste an diesem Projekt und dem Vorhaben ist, dass wir an allen Baustellen der deutschen Verwaltung vorbeikommen, mindestens mal reinschauen, meistens aber in irgendeiner Form von der Baustelle betroffen sind. Und es hat sich eigentlich herausgestellt, dass das genau richtig war. Und ich will Ihnen einfach nur mal so ein paar Beispiele bringen, sei es um einen Marktplatz, das heißt auch digitale Bestellungen zu ermöglichen, müssen wir über Verträge diskutieren. Und wir können aber nicht eine multiple Landschaft von Vertragsfreiheiten ermöglichen, sondern im besten Fall haben wir eindeutige AGBs. Wenn Sie sich dann vorstellen, wir reden über viele öffentliche Dienstleister, wir reden über Bundesländer, wir reden über viele Kunden, die da mitreden wollen, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, durch welches Tal der Tränen wir manchmal laufen mussten, um hier zumindest uns auf Mindeststandards zu einigen. Oder zweite große Thema, das Thema Technik. Rollout, der vor uns steht. Oder erstmal Aufbau des Marktplatzes. Darüber will ich gleich im Folgenden jeweils immer kurz sprechen. Oder auch die ganzen offenen Fragen in Bezug auf das OZG selber. Sie kennen vielleicht diese Preisdiskussion. Wie viel kostet denn nun ein EFA-Dienst? Wo der IT-Planungsrat sich finden musste. Dann das Thema AG Rabe, haben Sie vielleicht schon mal gehört, wo über Steuerungskreise, über Mindestanforderungen, Verfügbarkeit etc. diskutiert wird. Alles Themen, von denen ein Marktplatz komplett abhängig ist. Und was uns
vorangebracht hat, und das ist aus meiner Sicht auch der Geist der GAF Digital, ist, dass wir ein tolles Team haben. Und das Team ist ja nicht nur die GAF Digital mit der Geschäftsstelle, sondern das Team sind alle 24 Mitglieder. Herr Schweikers hat das eben angesprochen. Auch die Regio IT hat hier profunde Kompetenz, Hinweise, ja auch Kritik in das Projekt eingebracht, um das Gesamte ein Stück besser werden zu lassen. Und so besteht das Projektteam aus Mitgliedern der GAF Digital. Und es macht wirklich Spaß, von den unterschiedlichen Kompetenzen zu profitieren. Und schlussendlich, der Marktplatz an sich wird von der Südwestfalen-IT entwickelt, bereitgestellt. Und in diesem Setting ist es sehr sinnig und sehr umsetzungsorientiert, mit viel Umsetzungs- und Betriebskompetenz entsprechend die Themen voranzubringen. Und ich habe Ihnen in dem Sinne, und lassen Sie sich nicht von den nächsten Folien erschrecken, ich habe Ihnen immer so mal Zeitleisten mitgebracht, um so verschiedene große Themen, die wichtig waren und wichtig sind für das Projekt, Ihnen mal kurz, knapp, verständlich aufzuzeigen. Fangen wir an mit dem Thema Governance und Organisation und schlussendlich auch Finanzierung des Projektes, weil die GAF Digital ist ja nicht angetreten mit den reichlich vorhandenen Konjunkturmitteln, einfach ein Projekt zu machen, sondern die Idee der Mitglieder war immer, etwas zu etablieren, was langfristig Bestand hat. Und darum haben wir von Anfang an gemeinsam und dankenswerterweise hier mit der Freien Hansestadt Hamburg darauf hingearbeitet, dass wir dafür werben im IT-Planungsrat, dass das eine Dauerfinanzierung erfährt. Wir haben im Juni vom IT-Planungsrat dafür einen Auftrag, ich bin nicht ganz korrekt, Hamburg hat den Auftrag erhalten, hier ein Konzept für die Weiterentwicklung und dauerhaften Betrieb dieses Marktplatzes zu schreiben, den wir dann intensiv, sehen Sie mir das Wir nach, formal war das Hamburg, ich durfte und hatte die Freude, da intensiv dran mitzuwirken. Hamburg hat dann innerhalb der Lenkungsgruppe dieses Gremiums, bestehend aus Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden, dieses Konzept geschliffen, in sehr kurzer Zeit abgestimmt. Und es wurde dann entsprechend an die Geschäftsstelle des IT-Planungsrates weitergegeben und es ist auf dem Weg zur 39. Sitzung des IT-Planungsrates. Und wir hoffen, dass wir hier einen positiven Beschluss erhalten, dass das Projekt auch nächstes und übernächstes Jahr weitergeht. Wir sind sehr zuversichtlich und sind gespannt, wie der IT-Planungsrat entscheidet. Das zu Governance und Organisation. Widmen wir uns, und das habe ich eben schon kurz angesprochen, dem Thema Verträge. Wenn wir über einen Marktplatz reden und eine digitale Abwicklung, dann wird es nur bedingt möglich sein, und ich sage mal zum Glück, dass man über jede einzelnen Paragraphen diskutiert und feilscht und hier noch ein Prozent mehr und da noch ein Ist oder ein Komma weniger, sondern wir wollen einheitliche, standardisierte Bedingungen. Und wir haben uns auch wiederum mit den Mitgliedern auf den Weg gemacht, in nicht einfachen Diskussionen. Wir haben Länder einbezogen und wir haben, ich würde sagen, ich bin nicht ganz zufrieden, es gibt noch Luft nach oben, aber wir haben noch Zeit vor uns, in den nächsten Jahren das zu optimieren. Aber wir haben Stand heute aus Sicht der GAF Digital einen Vertrag, Bereitsteller- und Nachnutzerbedingungen 1.0, die insofern auch mit der FITCO harmonisiert worden sind. Das heißt, wir können auch Verträge weiterleiten, da wo notwendig, und arbeiten Stand heute mit Hochdruck darauf, dass wir die ab Dezember nicht nur manuell, sondern auch digital im Marktplatz zur Anwendung bringen können. Und wir sind konkret Stand heute mit Hamburg dabei, bis zu 17 EFA-Dienste vertraglich abzuschließen, dass die dann entsprechend von Nachnutzern bezogen werden können. Nehmen wir das Thema Kommunikation. Vielen Dank, Herr Schweikert, vielen Dank, Herr Rehfeld, dass ich heute hier einen kleinen Ausschnitt unserer Arbeit präsentieren darf. Wir sind sehr aktiv. Wir arbeiten an einem Podcast, an einem Erklärfilm,
Und das wird nächstes Jahr entsprechend weitergehen. Da wird Herr Schweigert noch mal kurz zugeblendet. Hallo. Oder ist damit schon meine Zeit abgelaufen, ist das Signal wahrscheinlich? Oder? Nee, okay. So, dann kommen wir zu dem, aus meiner Sicht erstmal dem Kern, nämlich der technischen Implementierung, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt sozusagen ein Nachnutzungsmodell, wir haben das Werkzeug in der Theorie, wir können das, das soll aber größtmöglich digital abgebildet werden. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht, wir haben mittlerweile den Meilenstein 2 abgenommen bekommen von der Lenkungsgruppe, das heißt die wesentlichen Grundfunktionalitäten des Produktes sind up and running, wie es so schön heißt, und wir arbeiten mit Hochdruck daran am 5.12. auf unserer Plattform marktplatz.gafdigital.de mit diesen Funktionalitäten live zu gehen. Das heißt, dass ein Nachnutzer, eine Kommune oder ein öffentlicher IT-Dienstleister entsprechend EFA-Dienste einkaufen kann. Wir haben einen großen Topf an Themen für nächstes Jahr. Da würde ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber natürlich haben wir Themen wie Leistungsbündel, Automatisierung, Weiterleitung, Optimierung. Da wird noch viel, viel, wir haben viele, viele Themen, weil wir jetzt einen ersten sinnvollen Durchstrich haben und wir werden nächstes Jahr viel auch schauen, was gibt es für Anforderungen, wie können wir die einbauen, wie können wir die umsetzen. Jetzt fragen Sie sich, naja, okay, seit Anfang des Jahres ist das Projekt unterwegs, seit da ist die Beauftragung von Hamburg da. Wir sind also faktisch im 10. Monat. Warum geht das nicht schneller? So ein Webshop kann man sich doch heute Open Source runterladen. Ja, ich habe versucht, Ihnen so ein bisschen detailreich zu sagen, sind viele Baustellen, die wir versuchen zu adressieren. Was wir aber im Rahmen des Marktplatzes bauen mussten, ist eine komplett neue vertragliche Rolle, nämlich die des Marktanbieters. Wir gehen ja über ein Nachnutzungsmodell, das würde heute zu weit führen. Wir nutzen die Inhouse-Vergabe, sogenannte Umklappverträge. Das heißt, die Verträge zwischen dem Bereitsteller von EFA-Leistungen und dem Kunden, die werden immer über die GAF Digital oder Fitstore ist ja mit bei dem Marktplatz dabei oder über Fitco geschlossen. Und diese neue Rolle mit entsprechenden Freigaben, Kommunikationswegen, das ist etwas, was wir hier entsprechend eingebaut haben. Und wenn Sie schon mal mit zwei Juristinnen im Raum saßen, dann wissen Sie, dass das nicht so einfach ist, wenn man hier Texte, Prozesse, Bedingungen abstimmt. Also das war ein wesentliches Element, was die Entwickler auch teilweise an ihre Kontenance-Grenzen geführt hat. Das heißt, Stand heute, und damit werden wir am 5.12. online gehen, haben wir folgende Prozesse abgebildet. Einmal das Schaufenster, das ist heute schon live. Das können Sie sich anschauen. Da sehen Sie die EFA-Dienste, die jetzt verfügbar sind. Daran arbeiten wir ständig. Das sind noch nicht viele, wenn ich ehrlich bin, noch viel zu wenig für meinen Geschmack, aber wir sind halt noch in der Beta-Phase. Zweite Grundfunktionalität ist die Registrierung und Akkreditierung. Akkreditierung ist deswegen wichtig zu wissen, wer ist wirklich auch berechtigt, über die GAF Digital und oder die Fitco einzustellen oder zu bestellen. Und wenn man dann akkreditiert und registriert ist, dann kann man EFA-Leistungen einstellen, also der Anbieter, also der Bereitsteller, schließt dann in dem Fall wirklich digital einen Prozess mit der GAF Digital oder der Fitco oder mit beiden. Und vierter wesentlicher Prozess, man kann dann auch die EFA-Leistung in der Tat bestellen. Und wie gesagt, wir arbeiten jetzt daran, zum 5.12. das freizuschalten. Hier habe ich Ihnen Screenshots mitgebracht, das ist das Schaufenster. Das ist noch hier auch die Testvariante. Hier sehen Sie schon die Möglichkeit, sich entsprechend anzumelden. Hier habe ich mitgebracht genauso einen Registrierungsprozess, wo Sie dann sehen, was Sie entsprechend bestätigen müssen. Sie können sich für Fitco und oder, es geht beides, für die GAF Digital akkreditieren. Sie müssen dann die Inhouse-Fähigkeit bestätigen.
AGBs zustimmen etc. Das ist gerade noch im Feinschliff mit den Juristen. Sie sehen dann hier mal einen internen Blick, also wie sieht der Bereitsteller, also der Verkäufer von EFA-Leistungen, seine Angebote, sieht, ob er hier schon Bestellungen reinbekommen hat und ähnliches. Und hier sehen Sie die Möglichkeit, dann zukünftig im Schaufenster in dem geschützten Bereich allerdings auch die Möglichkeit zu bestellen. Also hier können dann entsprechend auch die EFA-Leistungen bestellt werden. So, das war eine ganze Menge Holz. Da ich mit dem Marathonbild angefangen habe, ich weiß nicht, ob es die Hälfte ist, aber wir sind auf jeden Fall ein Stück den Berg hoch. Und ich sage meinem Team immer, wir dürfen die Spitze nicht so stark im Blick haben, sondern vielleicht eher die nächste Berghütte, den nächsten Meilenstein, damit man da wieder kurz Luft holen kann, innehalten kann, um dann die Serpentinen weiter den Berg hoch zu wandern. Wir haben in der Tat eine Menge vor, aber ich freue mich, dass wir das in der GAF digital machen können, eine einfache föderale Zusammenarbeit zu ermöglichen und insbesondere über das Marktplatzprojekt EFA-Dienste transparent, auffindbar und schlussendlich auch bestellbar machen können. Und dass wir ein tolles Team haben, tolle Mitglieder, kompetente Partner aus allen föderalen Ebenen, die komplexe Fragen stellen können, aber auch Antworten mitbringen, die wir dann offen diskutieren wollen und dass wir in Schritten vorwärts gehen, auch Fehler machen, könnte ich Ihnen, das ist nochmal eine andere Session, Herr Schweigert, aber dass wir dann auch mal einen Schritt zurückgehen und in dem Sinne freue ich mich gerne auf Feedback, auf Hinweise, Themen, die Sie uns gerne mitgeben wollen und so würde ich erstmal zurückgeben zu Herrn Albers und vielen Dank für die Möglichkeit heute. Ja, wir haben zu danken für die wirklich interessanten Ausführungen, jetzt gerade auch zur Funktionsweise und den Rahmenbedingungen des EFA-Marktplatzes. Ich denke, es ist nochmal deutlich geworden, welche Chancen der Marktplatz eben auch seinen Kunden bietet. Vor dem Hintergrund dann vielleicht auch noch ein, zwei Fragen, die wir dann noch stellen können. Ich glaube, die Zeit soll uns noch nehmen. Was macht denn der Marktplatz so anders als andere Webshops? Können Sie da noch irgendwie vielleicht ein paar Sätze zu sagen? Ich habe das versucht, schon an der einen oder anderen Stelle auszuführen. Aus meiner Sicht ist in der Tat der Schwerpunkt des Marktplatzes die Förderung oder die Umsetzung der föderalen Zusammenarbeit. Hier geht es ja nicht per Definition um irgendwie Gewinne zu erwirtschaften, sondern um die föderale Zusammenarbeit zu etablieren und zu organisieren. Das heißt, wenn aus Bayern oder aus Berlin oder von einem öffentlichen IT-Dienstleister hin zur Regio-ID Bedarfe sind oder schon Entwicklungen da sind, die nachgenutzt werden können, dann bietet der Marktplatz die Möglichkeit, hier einen vertraglichen und kaufmännischen Rahmen, der so einfach nicht da ist, der natürlich jetzt über Verwaltungsvereinbarungen komplexe Vertragskonstrukte sich auch ermöglicht werden könnte. Aber die Idee ist, hier in einen skalierbaren Rahmen zu kommen, dass es also zur Normalität wird. Und das ist der Ansatz und das ist aus meiner Sicht das, was der Marktplatz zukünftig leisten kann. Und ja, das bringt auch Geschäftsmodelländerungen für den einzelnen Dienstleister mit sich. Das bringt auch ein Mindshift, wie man manchmal so schön sagt. Aber schlussendlich, wenn wir die großen Mega-Herausforderungen, demografischer Wandel, alles das, was wir seit vielen Jahren hören, das kommt jetzt, das ist da und da muss die Zusammenarbeit besser und optimiert organisiert werden und der Marktplatz ist für mich hier schon ein richtig guter Schritt und wenn wir das technisch noch besser und optimierter die nächsten Jahre hinkriegen, dann kann das wirklich schon ein tolles Asset sein, was wir hier gemeinsam haben. Ja, vielen Dank für die Antwort. Sie haben gerade schon von Veränderungen gesprochen. Vielleicht dann vor dem Hintergrund auch nochmal eine letzte Frage. Dann sind wir, glaube ich, auch mehr oder weniger mit einer Punktlandung zeitlich dabei. Was sehen Sie denn als größte Herausforderung jetzt kurzfristig fürs Jahr 2023 an?
Also, da möchte ich mich gar nicht auf den Marktplatz beziehen. Wenn wir jetzt über EFA reden und der Marktplatz ist ja in der ersten Iteration für EFA-Dienste, dann ist aus meiner Sicht die große Herausforderung nächstes Jahr die technische Bereitstellung der Rollout der EFA-Dienste. Weil jetzt fangen ja einzelne öffentliche IT-Dienstleister und Länder in der Tat an, EFA-Dienste zu haben. Also man wusste ja Anfang des Jahres immer nicht so genau, wird es was geben. Man merkt schon, ja, es gibt was, es kommt was. Und jetzt reden wir aber wirklich über den technischen Rollout. Also um das mal plastisch zu machen, konkret, Herr Rehfeld hatte vorhin das Thema Wohngeld genannt. Das Thema Wohngeld ist aufgrund der Wohngeldreform auch ein riesig wichtiges Thema ab Anfang nächsten Jahres. Ich habe mir sagen lassen, es gibt über 1000 Wohngeldstellen in Deutschland. Wenn die von einem öffentlichen IT-Dienstleister zentral bereitgestellt werden müssen, muss das nächstes Jahr innerhalb kürzester Zeit in über 1000 Wohngeldstellen bereitgestellt werden mit heterogenen Infrastrukturen, mit unterschiedlichen öffentlichen IT-Dienstleistern. Alles drumherum. Der Marktplatz bietet Stand heute einen kaufmännisch-vertraglichen Teil und diesen technischen Teil nachzuziehen und den auch in irgendeiner Form konsolidiert, zentral einzubinden, anzubinden, das wird sicher spannend. Hier gibt es Projekte über das föderale Architekturboard, aber das ist sicher eine große Herausforderung, die wir im EFA-Bereich sehen. Okay, ja, dafür nochmal vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Herr Schweiger vielleicht noch einen ganz kurzen Beitrag hat. Dann würde ich nochmal an ihn übergeben. Er schüttelt den Kopf. Okay, dann würde ich es damit beschließen wollen. Vielen Dank nochmal an beide Vortragenden, sowohl an Herrn Schweigert als auch an Herrn Fromm. Ich denke, es war sehr interessant für die Teilnehmer. Ich hoffe natürlich, dass wir im Nachgang Interessenten haben, die natürlich auch gerne an uns rantreten können, damit wir das Thema nochmal vertiefen können. Damit möchte ich jetzt erstmal diesen Slot hier beenden.